Ich glaube, was du machen musst, ist, du musst dich mit einem Handy aufnehmen und mit dem anderen FaceTime wir. Dann nehme ich mit dem hier auf und mit Milas FaceTime wir. Milas ist ja auch dein Handy. Leute, denk mal, was hat Mila als halber Fötus schon ein Handy? Hat sie ja nicht. Ich hoffe, du hast irgendwelche Milo-Styles an. Ich sehe nur, dass du nackt bist. Oder wie Mila sagen würde, Nucky Doozy. Stark. Hä? Dann ist er ja noch gar nicht ausverkauft. Dann, deiner ist ja noch da. Dein Rock. Geh mal raus da. Kennst du die Leute, die keinen Kaffee trinken dürfen, deswegen so Pseudo-Kaffee trinken? Pseudo-Kaffee? Wieso? Tee mit Milch trinke ich jetzt immer. Milchtee? Boah, habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr getrunken. Also ich muss echt sagen, Kaffee fehlt mir unfassbar. Fast mehr als du. Nein, Quatsch. Ah, hallo. Wunderschönen Freunde und Sonnen, herzlich willkommen zu einem neuen Video! Hast du auch eine Intro gemacht? Wir sind echt mal gespannt, wir haben keine Ahnung, ob das hier funktionieren wird. Hä? Wolltest du nicht Kopfhörer aufsetzen? Du wolltest, dass ich Kopfhörer aufsetze. Ich wollte nie Kopfhörer aufsetzen. Das Problem ist, weil ich jetzt in meiner Aufnahme deine Stimme höre und du in deiner Aufnahme meine Stimme hörst. Und wenn ich das synchronisiere mit dem Delay, ist alles Game Over. Wir versuchen, das wird eine spannende Geschichte. Liebe Leute, es ist fast 1 Uhr morgens bei mir. Bei mir ist es 7:15. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe den ganzen Vormittag mit El Papos Pakete gepackt, denn er hat Spätschicht, muss jetzt zur Arbeit, plus ich bin noch Mama und habe ein Kind hier an der Backe, um das ich mich kümmern muss. Und ich musste warten, bis Mama von der Arbeit gekommen ist. Und ja, jetzt ist es schon so spät. Was habe ich zur Verteidigung zu sagen? Nichts, ich war heute den ganzen Tag im Dach. Du hast gar nichts zu sagen. Du chillst dein Leben mit deinen Boys. Ja, alles klar. Mit deinen Boys hier, Binteng, irgendwelche Duddle Game, cruisen sie mit dem Bike über den Strand, laufen irgendwelche Berge hoch. Allein schon Binteng, ich dachte, du trinkst gar nicht mehr. Ja, guck nochmal genau hin. So, worum geht's heute, du Vogel? Sabiro sollte ja eigentlich vloggen hier. Die Zeit ist fast schon vorbei in Germany, nicht ein Vlog kam. Grund dafür unsere phänomenale Milo-Kollektion, die endlich nach 385.000 Jahren gedroppt ist. Und dementsprechend war ich sehr, sehr beschäftigt damit. Mit dem Bau des Shops, Sortieren der Sachen, Verpacken der Pakete. Ich musste ja El Papos alles zeigen, weil ja, El Papos ist richtig gut, aber er brauchte so ein bisschen Instructions, wie ich das haben möchte. Ich muss sagen, ich bin da so eine kleine Perfektionistin. Und das hat natürlich alles Zeit benötigt. Ich habe auch einfach nichts gemacht, außer bin auf Spielplätze gegangen mit ihr. Und ich werde ja jetzt nicht die ganze Zeit vloggen, wie ich auf Spielplätzen unterwegs bin. Deswegen habe ich entschieden. Ich überlasse das meinem wundervollen, talentierten Ehemann, der sowieso die heftigsten Videos überhaupt macht. Falls ihr das neue DJI-Video gar nicht gesehen habt, wo mein talentierter Ehemann einfach mal durch die Villa Chimes geflogen ist und die krassesten Shots überhaupt gemacht hat, in der Infobox verlinkt. Leider ist das Video sehr untergegangen, ne? Geht nochmal drauf, hinterlasst Liebe, kommentiert, teilt, zeigt es euren Freunden, damit wir noch ein paar Aufrufe kriegen, weil es echt schade. Weil Cheng hat sich so viel Mühe gegeben. Sei ehrlich, du bist geknickt. Ich bin immer geknickt, wenn ein Video keine Views generiert. Ich habe es immer noch nicht gelernt, dass das nicht das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, es ist gut angekommen. Ich bin sehr dankbar dafür, weil die Kommentare durchgehend positiv sind. So, aber heute sind wir da, um über die Kollektion zu sprechen. Es sind nämlich einige Fragen gestellt worden und genau aus diesem Grund. Wie passt dein sexy Ass in diesen nicen Rock rein? Es tut mir an dieser Stelle auch richtig leid, dass ich diesen wunderschönen Sabibo-Skirt anhabe. Seid bitte nicht traurig. Ey, es ist aber krass, ne? Also von vornherein kann man erstmal sagen, wir sind ja ohne jegliche Erwartung reingegangen. Das ist auch der Grund, weswegen wir nicht direkt mit 10 Milliarden Produktstücken reingegangen sind in die Produktion, sondern wir haben erstmal kleiner angefangen, um zu schauen, so wie entwickelt sich das Ganze. Naja, und wir hatten nicht hier, die Moneten hatten wir nicht.
Uns ist ja auch erst später aufgefallen, weil dann war, okay, wir wollen das Produkt machen, wir wollen das Produkt machen, wir wollen das Produkt machen. Dann verschiedene Farben, verschiedene Größen. Und dieser ganze Spaß kostet auch einfach. Ja, da kommen wir später zu. Aber wieso wir auch uns nur auf bestimmte Größen konzentriert haben und viele Teile jetzt erstmal in dieser Testkollektion streichen mussten, weil wir einfach nicht ausreichend Pader hatten. Du brauchst ja hunderte, tausende von Euros, um was weiß ich, für so eine große Kollektion zu droppen. Und das hatten wir einfach nicht. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal auf unsere Lieblingspieces konzentriert. Aber ich muss sagen, damit bin ich auch richtig glücklich und zufrieden. Doch noch so Kleinigkeiten dazugekommen, so wie zum Beispiel dieses Häkeltop oder der Sarong. Das waren so kleine Sachen dann immer noch. Die Beutel. Noch was, noch was. Wo hast du mich eigentlich positioniert? Sieht man mich? Weil ich komme mir so blöd vor, dass ich dieses Handy so halte hier. Nee, ja, doch, nö. Du redest ja die ganze Zeit. Ich glaube, ich brauche meine Videoaufnahme gar nicht. Ich schneide das einfach raus. Sorry. Liegt aber daran, dass ich in den letzten Videos gar nichts zu sehen war. Ich muss das jetzt nachholen. Das ist nämlich mein Baby, diese Milo-Kollektion. Ja, aber das, was ich schön finde, Schatz, ist, dass du eine schlechte Verbindung hast. Gerade weg ist. Nee, das, was ich sehr schön finde, ist es zu sehen, dass du sehr darin aufgehst. Auch wenn es stressig ist, du gehst trotzdem darin auf, weil es etwas ist, worauf du richtig Bock hast. So, und das freut mich, dich strahlen zu sehen. Also es ist auch safe auch eher so mein Ding gewesen. Ich wollte es unbedingt und wir hatten leider so ein paar Problemchen. Ähnlich wie mit dem Hausbau in Indonesien. Ist nicht alles so easy, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen bin ich auch unfassbar dankbar dafür, dass es einfach so gut ankommt, dass ihr kauft, dass ihr uns supportet. Und ja, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank. Denn das ist schon so ein großer Wunsch von mir gewesen. Ja, jetzt müssen wir mal zu den Fragen kommen. Weil wir labern die ganze Zeit, beantworten noch gar keine Fragen. Hol die Fragen raus hier, Brudi, jetzt geht's los. 1 Uhr morgens, ich freue mich, ich bin wach wie ein Wachbär. Gerade nochmal 3 Espresso gepfiffen. So, vielleicht die erste Frage von Miria. Was war eure Inspiration, beziehungsweise wie sind euch die Schnitte und das Aussehen eingefallen? Bei mir zum Beispiel ist es ganz oft, dass ich Sachen schön finde, aber die Stoffe, dass die synthetisch sind und ich kann das einfach nicht tragen. Im Gegensatz zu Qingling, ein Schweißbär. Ich schwitze sehr. Ich habe alles aussortiert. Alles Unechte muss ich leider verschenken, weggeben. Und dementsprechend produzieren wir bei Milo alles aus natürlichen Stoffen. Entweder Bio-Baumwolle, Bambus, ja, Leinen für Kinder. Da kommt aber auch auf jeden Fall noch was für die Damen dazu. Also ich glaube grundsätzlich, weil wir persönlich auch keine Designer oder Schneider oder sonstiges sind, wir bringen halt auch die Expertise nicht mit. Wir haben viel mehr Dinge, die uns gefallen haben, zusammengefügt. Gewisse Schnitte genommen, aber dann zum Beispiel verlängert oder ein bisschen breiter oder extra noch was hinzugefügt von anderen Sachen, die wir cool finden. Dann gewisse Stoffe, um es quasi zu fusionieren und dann zu perfektionieren. Zu dem halt zusammenzuschustern, wie es uns halt letzten Endes gefällt. That's right, baby! Natürlich! Ich sage nur Sachen, die right sind. Und eigentlich wollten wir sehr gerne einfach Sachen produzieren, die wir tragen, die uns gefallen und dann natürlich on top nochmal für unsere Zuschauer, dass ihr dann auch die Sachen tragen könnt, die wir tragen. Aber schon ein bisschen egoistisch gedacht, dass ich sehr gerne so meine Favorite Pieces entwerfen möchte, die ich einfach trage im Alltag. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Also, ja. Sehr oft kam auch die Frage, kann man sich benachrichtigen lassen, wenn ausverkaufte Produkte wieder verfügbar sind? Ihr könnt euch auf der Milo-Seite auf jeden Fall für den Newsletter abonnieren. Und sobald neue Sachen gedroppt werden, sobald Restock kommt von bestimmten Produkten, bekommt ihr da auch eine Benachrichtigung. Und natürlich zusätzlich werden wir auch in den Videos sicherlich, gerade weil wir so sehr frei in unseren Inhalten sind, das auch öfter mal einfach in den Vlogs droppen. Also guckt schön unsere Videos. Wie zum Beispiel jetzt hast du schon nachbestellt. Kommen wir gleich dazu. Wahrscheinlich die nächste Frage, ne? Ich glaube, die meistgestellteste Frage ist auf jeden Fall, wird es den wunderschönen Rock nochmal geben? Damit ist der Sabibo-Skirt gemeint. Und ich muss sagen, ich bin erst einmal baff. Der war einfach nach 1 oder 2 Stunden ausverkauft. Wie krass seid ihr bitte? Also es ist so heftig. Und die Vorstellung, dass ich hier irgendjemanden mal sehe, der diesen Rock tragen wird, ich kann das immer noch nicht glauben, ne? Ich will nicht sagen, aber Sabibo Skirt hat sich auf jeden Fall besser verkauft als die Cheng Pants. Ja, die verkaufen sich ja gerade gar nicht, habe ich gehört. Doch, die verkaufen sich. Aber Schatz, das ist gut. Dann habe ich ja Hosen bis zu meinem Lebensende.
Ich habe nämlich gerade auch gedacht, ne, ich habe hier meinen Sabibu-Skirt, aber wenn der kaputt geht oder irgendwas passiert, weiß ich nicht, wenn Pepper sich den greift, dann habe ich auch keinen mehr und kann keinen nachbestellen. Deswegen, es wird auf jeden Fall Restock geben. Wir sind schon dran. Das Ding ist, wir produzieren die Sachen ja mit kleinen Familienunternehmen in Bali. Und gerade hier die Sugar Shorts, die Lala Pants, die Latzhosen und der Sabibu-Skirt, der wird von einer Familie, ich glaube mit zwei, der Mann und die Frau, und ich glaube, da hilft noch jemand aus, aber eigentlich sind es nur zwei Schneider, die das nähen. Die haben jetzt gerade noch eine Produktion und danach werden sie auf jeden Fall anfangen, wieder diese Bio-Skirts zu produzieren. Frage ist halt, wann kommen sie online? Das Verschiffen hierher hat lange gedauert, danach waren die Sachen im Zoll, also es ist auf jeden Fall ein langwieriger Prozess. Wir werden sie auf jeden Fall nachproduzieren, weil die Nachfrage auf jeden Fall unfassbar groß ist und wir wollen euch natürlich auch happy machen. Und die Frage ist, ob wir den Sabibu-Skirt nicht noch in einer weiteren Farbe raushauen. Deswegen schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, in welcher Farbe würdet ihr diesen wunderschönen Rock, ich drehe mich nochmal, in welcher Farbe wollt ihr diesen wunderschönen Rock noch haben? Viele haben ja auch gefragt, weil ja, der Rock hat ja so zwei Schlitze, hier ist aber extra nochmal so ein Unterrock drunter. Also da müsst ihr keine Angst haben, dass Pipöchen zu sehen ist oder so. Sitzt alles und ist mein Favorite Rock auf jeden Fall. Gerade habe ich ja auch eine Story gemacht, Schatz, ne? Und dann die Lala Pants verlinkt. Und ich denke, das ist für mich immer noch so weird, auf unsere Seite zu gehen, diesen Link rauszukopieren, in meine Story einzufügen. Das ist einfach so unser Produkt. Möchtest du noch was sagen? Das Gefühl, du hast sehr, sehr starken Redebedarf. Oder auch nicht. Aufgelegt. Hier stellt jemand die Frage, macht ihr auch Bauchtaschen? Könnte eine neue brauchen. Ja, ist in Produktion. Nein, das noch nicht. Aber. Also du trägst ja immer eine Bauchtasche, ne, eigentlich. Eigentlich trägt er meine Bauchtasche, wenn wir es ganz genau nehmen. Dementsprechend habe ich keine mehr. Wir mussten ja damals, als wir Milo gegründet haben, verschiedene Klassen anmelden, welche Produkte wir eines Tages rausbringen wollen. Und da sind auf jeden Fall Bauchtaschen auch mit bei. Warum wir noch keine rausgebracht haben, ist, weil wir keinen richtigen Produzenten gefunden haben. Also wir sind da noch auf der Suche. Aber das schaffen wir bestimmt auch noch. So, weiter geht's. Baby Shark kommt da. Wie bitte? Baby Shark? Unsere Tochter, die hier die Straße entlang läuft und Baby Shark singt. Hauen wir schnell die Fragen noch durch, bevor der Tornado da eintrifft. Die ihr auch sehr oft gestellt, habt ihr vor, irgendwann nochmal neue Produkte zu entwerfen oder war das einmalig? Das haben wir ja eigentlich beantwortet, ne? Das war jetzt quasi so ein Testlauf. Und alles, was wir jetzt einnehmen, wollen wir natürlich reinvestieren und eine zweite Kollektion rausbringen. Und wir wollen ja auch eigentlich nicht nur bei Klamotten bleiben. Oh, da droppst du aber schon ein bisschen was vorweg. Die nächste Frage kommt von Ronja. Das Hannah Hickeltop gibt es ja nur in einer Größe. Ist das dann dehnbar oder welche Größe hat es? Bei dem Hannah Top handelt es sich um dieses wunderschöne Top, das ich gerade trage. Und das ist One Size. Ich weiß, für den einen oder anderen kann das verwirrend sein. Aber ich habe dieses Oberteil von verschiedenen Frauen anprobieren lassen. Frauen mit kleinen Bubis, Frauen mit sehr großen Bubis. Ich würde sagen, ich habe so mittlere Bubis und es passt allen. Ich weiß jetzt nicht, ab einer Körbchengröße von E oder so kann es vielleicht kompliziert werden, aber eher wegen dem Schnüren. Also das ist halt hinten geschnürt, einmal hier wie ein Bikini und hier. Deswegen kann man das sehr schön einfach anpassen. Ich weiß nur, wenn man sehr große Bubis hat, dieses Problem habe ich nämlich auch schon, dass es dann irgendwann hier sehr schnürt, weil das Gewicht einfach zu schwer ist. Und deswegen würde ich sagen, so bis Körbchen D ist das Oberteil auf jeden Fall geeignet. Ab E weiß ich nicht. Aber auch A-Körbchen sieht in diesem Top mega gut aus. Wieso hat mein Kind ein Pullover an? Hallo, Mami! Also mir läuft es hier einfach runter. Hallo, mein Liebling! Guck mal, unser Kind hat einfach so einen Fleece-Pullover an. Sie hatte kalte Hände wie aus einem Kühlschrank. Die Kamera läuft. Schön, dass du dein Ass genau davor machst. Wir sprechen gerade über dein Top. Das Hannah-Top. Möchtest du das auch vielleicht mal anziehen und präsentieren? Ja, mach. Mama hat ja auch eher größere Boobies. Wow, aber du siehst toll aus. Ich habe leider das Rock nicht abgekriegt. War leider schon ausverkauft. Ja. Krass, ne? Guck mal ganz kurz, meine Kamera nimmt über 30 Minuten auf. Das sind schon 34 Minuten. Guck mal, ob deine noch aufnimmt. Wie gut, dass mein wundervoller Ehemann mich gerade hingewiesen hat, dass die
dass die Kamera ja nur 30 Minuten aufnimmt. Wir singen und tanzen und machen hier Action. Jackson nimmt gar nicht mehr auf. Mila Hinton. Mila Hinton? Bist du die Kamerafrau, Mila? Ja. Zum Thema Lalapens. Ganz viele von euch fragen nämlich, wie ist das mit den Größen? Es ist kein Size Guide angegeben. Wenn ihr normalerweise eine M trägt, passt euch auch eine S und passt euch auch eine L. M ist natürlich dann perfekt. Mila. Papa, geh nicht. Papi, komm mal her. Komm mal her, Mausi. Komm mal her. Auf jeden Fall ist die Lalapens super elastisch und passt sich der Körperform an. Ist auch nicht so lang. Ich war nämlich hin und her. Komm mal einmal her, Mama. Ich hoffe, man sieht dich. Geh mal davor. Ah ja, hier, Mama in ihrem Hanna-Top, das nach dir benannt wurde. Und das ist eine L. Ne? Normalerweise trägst du ja eine M. Ja. Ich fühle mich gerade wie in dieser Fernsehsendung, weißt du, wie die immer gezeigt haben? QVC. Material fühlt sich so schön an. Guck mal, fass das mal an. Das ist, finde ich, noch weicher irgendwie, ne? Obwohl es das gleiche Material ist. Das ist aber gebügelt. Die ist jetzt ungebügelt. Ja. Auch auf jeden Fall für kleinere. Unser Kind, wie es Eis ist. Aber genau, es ist auf jeden Fall eine Dreiviertelhose. Und ich war mir die ganze Zeit unsicher, ob ich eine lange Hose mache oder eine Dreiviertelhose. Die Länge ist perfekt. Wurde übrigens benannt nach Lea, die Mila immer Lala genannt hat. Und Lea liebt diese Hose. Sie hat mir auch gestern geschrieben und hat sich sehr geehrt gefühlt, dass wir die Hose nach ihr benannt haben. Ja, hat sie geschrieben. Ja. Ich mache gleich den Ratsberger. Vielleicht hast du eine Frage am Start, wo ich auch mal was sagen kann. Ja, jetzt kommt eine Frage für dich. Wird es auch größere Größen als XL geben? So, das ist eine Frage, die, glaube ich, sehr, sehr häufig kam. Ich habe auch gesehen, nicht nur größere Größen, sondern auch tatsächlich kleinere Größen als S. Die Schwierigkeit ist es, wenn du so einen Shop eröffnest und die erste Kollektion hast, dass du dir erstmal im Klaren sein musst, wohin du gehen möchtest, wie groß das Ganze werden soll. Und da wir das alles noch nicht wissen, wir müssen erstmal analysieren und gucken, funktioniert das überhaupt? Kommt das an? Und das, was wir halt visualisiert haben, ist das überhaupt umsetzbar? Deswegen müssen wir halt von den Größen her erstmal kleiner anfangen. Das ist natürlich ein Ziel, später auch in größere Größen und in kleinere Größen zu gehen, aber wir müssen erstmal beginnen. Wir brauchen erstmal eine Grundbasis. Dementsprechend Step by Step. Ja, aber one day auf jeden Fall in Planung. Wir wollen nämlich niemanden ausgrenzen und wir würden natürlich mit unseren Styles alle erreichen wollen. Aber deswegen haben wir auch extra Unisex-Sachen kreiert, die oversized sind. Also zum Beispiel das Chibo-Shirt, Chibo-Tee, Milo-Tee und der Hoodie. Hoodie leider schon ausverkauft, Freunde. Da sind die Größen XL, die passen safe auch einer XXL-Person. Ich weiß nicht mit einer dreifachen XL, ob das passt, aber XXL auf jeden Fall. Also die Shirts, falls ihr euch da nicht sicher wart, könnt ihr die auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube auch die Jogginghose, die XL, die wird auch auf jeden Fall einer XXL-Person passen. Die nächste Frage kommt von Margarete. Ich hätte voll gerne den Jumpsuit, den kleinen gelben in groß für Erwachsene. Liebe Margarete, das war auch eigentlich der Plan. Wir sind im Prozess, auch Jumpsuits zu kreieren. Wir haben bereits 2 Samples, sind gerade noch dabei, die Materialien zu wählen und die finalen Schnitte. Das dauert halt ein bisschen, weil es wird ein Sample kreiert, zu uns geschickt. Also von Bali nach Lombok ist es ja nicht weit mit der Fähre. Dennoch, dann passen wir das an, schicken es wieder zurück. Und dieser Prozess, der zieht sich einfach enorm. Hätte ich nie mit gerechnet. Aber auf jeden Fall ist der Plan, dass wir auch Jumpsuits rausbringen. Spätestens dann im Frühling nächsten Jahres. Ich liebe Jumpsuits. Der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, ich lebe in Jumpsuits und dementsprechend brauchen wir auch definitiv Milo Jumpsuits. Ich glaube, Papa ist nicht mehr dran, oder? Doch, ich bin noch dran. Eine andere Frage kommt von Basti. Was macht Milo gegenüber anderen Marken anders und besser? Also, ich glaube, grundsätzlich war unser Ziel gar nicht besser und krasser zu sein als irgendwelche anderen, weil wir uns gar nicht mit anderen messen wollen. Wir wollen etwas produzieren, was uns persönlich sehr gut gefällt und wir wollen das mit euch teilen. Wir haben jetzt nicht den Anspruch, irgendwie die krasseste und heftigste und nachhaltigste und was weiß ich, Firma der Welt zu sein, sondern wir versuchen alles in einem gesunden Rahmen zu erstellen, so wie es möglich ist. Wir müssen erstmal Erfahrung sammeln. Wir merken, dass es so viele Schranken schon gibt, diese zu überwinden und zu verstehen, wie dieses ganze Business funktioniert. Da müssen wir jetzt Step by Step erstmal gehen. Und dann kann man sich auch noch verbessern, aber letzten Endes wollen wir uns für uns verbessern und nicht irgendjemand als Ziel setzen und sagen, so das ist das Ziel, den wollen wir überschreiten und noch krasser werden. Wir wollen auch gar nicht die Schiene gehen, hier nachhaltige Mode, denn Fakt ist, nachhaltig ist gar keine Fashion.
meiner Meinung nach, wenn du Secondhand einkaufen gehst auf dem Flohmarkt, das ist nachhaltig, aber wenn man sich andauernd irgendwas Neues kauft, das ist nicht nachhaltig. Wir hatten auch tatsächlich überlegt, in Europa zu produzieren und die Transportwege kürzer zu halten. Ja, wir haben halt auch keinen Bezug. Wir leben einfach nicht hier. Wir sind dort und wir wollten so gerne mit den Leuten aus unserer neuen Heimat zusammenarbeiten, mit denen gemeinsam was kreieren. Gerade in Bali sind die Leute, also jetzt fängt es ja gerade wieder an, weil die Grenzen eröffnet haben, aber die waren in der Zeit, wo wir angefangen haben zu produzieren, dezent am S. Die Pandemie hat sie auf jeden Fall sehr getroffen. Ich glaube, Bali ist 95% leben die Einwohner vom Tourismus und waren dementsprechend sehr betroffen. Wir haben die ganze Zeit gewartet mit Merch, haben ja davor nie irgendwas gemacht, weil wir immer gesagt haben, wenn wir was machen, dann wollen wir das zu 100% selbst machen. Wir wollen nicht einfach mit irgendeiner Merchandise-Firma zusammenarbeiten, irgendein 0815-Hoodie nehmen und da unser Logo raufstempeln, sondern wir wollen halt diesen ganzen Prozess mitverfolgen, wir wollen dabei sein, wir wollen irgendwie die Leute vor Ort supporten und das ist uns meiner Meinung nach sehr gut gelungen. So, perfekt, es ist Punkt 2 Uhr morgens hier. Sabibu hat den Akku leer gelutscht, sprich, she's gone. Die letzte Frage, die wir jetzt noch rüber haben, gehen wir mal ganz kurz hier durch, und zwar von Simon Schlattis. Schreibt, Lieferung auch in die Schweiz möglich? Wir haben sehr, sehr viele Kommentare erhalten von unseren lieben Zuschauern aus der Schweiz und auch aus Österreich. Und natürlich wollen wir euch in keinster Weise ausgrenzen. Wir sind nun tatsächlich jetzt gerade an einem Punkt. Uns ist es ja tatsächlich an sich egal, ob wir jetzt ein Paket in Deutschland verpacken und es innerhalb von Deutschland oder nach Österreich oder in die Schweiz verschicken. Das sind einfach nur unterschiedliche Versandpreise. Aber tatsächlich gibt es da steuerrechtliche Unterschiede und jetzt sind wir gerade noch an dem Punkt, das auszuloten. Was brauchen wir noch extra? Benötigen wir noch eine zusätzliche Umsatzsteuervoranmeldung? So, ich denke, die meistgestellten Anfragen, immer die meistgestellten Fragen. Ich bin so müde, Alter. So, ich denke mal, die meistgestellten Fragen sind jetzt abgedeckt. Falls eure Frage noch nicht beantwortet wurde oder euch noch irgendwas einfällt, ihr irgendwas wissen möchtet, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Dann können wir in einem weiteren Vlog das nochmal thematisieren. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass es so gut angekommen ist. Dankeschön an dieser Stelle nochmal. Ey, das wird so ein anstrengender Schnitt jetzt, Schatz. Alter. Ja, da brauchst du kein Talent für. Da brauchst du nur Zeit und Geduld. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, dann werdet ein Teil von Team Chibo. Stay positive immer und tschüssi Kampfski.